Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13. Wir spielen den Attitude Era Modus weiter, den Aufstieg von D-Generation X. Im letzten Part wurde Shawn Michaels, HBK, der neue WWE Champion, nachdem er Bret Hitman Hart besiegt hat. Und dieses Mal will ich wieder ein Bonus-Match spielen, das ich hier freigeschaltet habe. Das hat jetzt nicht unbedingt so viel mit D-Generation X zu tun, sondern mit Kane. Der ist ja zuletzt aufgetaucht in unserem Match gegen den Undertaker. Da ist Kane ja reingekommen in den Käfig und hat den Undertaker mal zusammengeboxt. Und jetzt haben wir dieses Bonus-Match hier freigeschaltet. Kane vs. Mankind, 9. November 1997 bei Survivor Series. Also auch genau dort, wo wir mit HBK den WWE-Titel gewonnen haben. Gut, also dann spielen wir dieses Bonus-Match mal. Der Szenario-Hintergrund. Nachdem er seinem Bruder, The Undertaker, mit seinem Debüt den Sieg im ersten aller Hell in a Cell-Matches gekostet hatte, machte Kane seinen Bruder und den Rest des WWE-Rosters im folgenden Monat bis zur Survivor Series das Leben schwer. Bei diesem Pay-Per-View sollte Kane sein offizielles Match-Debüt geben. Und zwar gegen Mankind. Also, dann schauen wir doch mal rein in das Match. Nach wie vor hat WCW bessere Einschaltquoten als Raw is War. So, dann schauen wir mal. In den Bonus-Matches gibt es ja meines Wissens auch immer nur historische Bonus-Ziele. Das war beim letzten Mal auch schon so. Also, triff Mankind mit der Stahltreppe. Alles klar, befördere Mankind durch den Ansagertisch. Oh, das ist auch schön. Führe einen Tombstone Piledriver aus und gewinne durch Pinfall. Alles klar. Los geht's. Da kommt er, der Verrückte. Diesmal müssen wir wieder gegen Mankind antreten. Der kennt es echt nicht mehr alle. Also, jetzt kommt er, jetzt kommt Kane. Maskierter Vollidiot gegen maskiertes Monster. Na, das wird ein Match, meine Damen und Herren. Gut, dass wir das Monster spielen und nicht den Vollidioten. Die Menge tobt. Die Menge tobt. Und das hat Kane sich ja auch bis heute behalten. Das macht er heute immer noch. Das hier hat er wohl auch damals schon gemacht. So, meine Damen und Herren, dann geht's jetzt mal los mit diesem Match. Wir spielen Kane und müssen Mankind fast töten. Oh, Ansagertisch. Im Besitz eines Finisher-Symbols zerstöre den Ansagertisch. Befördere deinen Gegner mit einem Irish Rip gegen den Tisch und greife ihn, um ihn für den OMG-Moment in Position zu bringen. Ich glaube, diesen Oh-My-God-Moment habe ich beim letzten Mal gar nicht gemacht, oder? Naja, ich weiß ja ungefähr, was wir machen sollen. Also, erstmal... Scheiße, kontert der. Erstmal Mankind ein bisschen auf die Nerven gehen. Zu spät, fuck. Jetzt kommt er erstmal. Ich finde den früheren Kane übrigens cooler, wie den neuen. Ist auch nicht wirklich warum, aber gut, mittlerweile hat er ja wieder seine Maske. Jetzt ist er wieder das rote Monster, aber trotzdem. Ich fand den früher irgendwie cooler und seine Fehde mit dem Undertaker und so weiter und so fort. Naja gut, wie auch immer. So, machen wir erstmal Mick Foley hier Platz. Platz, ja, Blatt natürlich. Scheiße, falsche Taste gedrückt. Ich wollte blocken. Konter, nicht blocken. Ah, das A-Battle. Was hat Mick Foley eigentlich dafür ein
Zeichen auf seinem Rücken. Ist das sein Symbol oder was? Naja, wie auch immer. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr... Ah! Da ist der Vater von Kane. Der dicke Mann da mit dem Anzug. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den alten Kane cooler findet oder den neuen. Beziehungsweise den maskierten oder den unmaskierten. Als ich angefangen habe, WWE zu schauen, wusste ich gar nicht, dass Kane mal maskiert war, weil damals hatte er ja keine Maske. Erst als ich mich dann noch ein bisschen für die älteren, ja Semester kann man nicht sagen, für die älteren WWE-Matches und für die WWE-Historie interessiert habe, habe ich ja mal gesehen, hä? Kane hat ja mal eine Maske an und Haare. Naja, wie auch immer. Gegen wen hätte das nochmal verloren? Welches Match war das? Ach, gegen Triple H war es, glaube ich, sogar, oder? Das war, glaube ich, das Match, in dem Kane seine Maske ablegen musste. Bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. So, zack! Jetzt kriegst du auch mal so einen geilen DDT hier ab. So, Leg Drop und weiter geht's. Aber ich dachte, er wird schon liegen bleiben. Das wäre natürlich extrem awesome. Das Bonus-Match hier wird wohl ein bisschen länger dauern. Das letzte hat ja nur 10 Minuten gedauert. Das war dann mal ein etwas kürzerer Part, aber... Der hier dauert ja jetzt schon 6, ich gehe mal davon aus. Scheiße, blockt der Wichser, ey. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt wieder 15. Ah, ich will doch einmal wenigstens kontern. Ja, jetzt. dass wir jetzt hier länger brauchen. Scheiße, jetzt kontert der Wichser, ey. Ah, wieder das typische A-Battle. Und wir entscheiden es mal wieder für uns. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf den Arm, würde ich sagen. Das ist zack. Oh, und da haben wir schon den Signature-Move, den mache ich auch direkt mal. Ah ja, 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 zack. Den macht der gute Kane ja heute auch immer noch. Nee, Moment, ich will hier raus und den Dingens zerstören. Hab gehört, das geht jetzt hier so. Ah ja, nice. Dann machen wir den mal kaputt hier. Geht's noch mehr oder was? Ah nee, ich kann auch draufsteigen, das will ich nicht. So, dann komm mal her, Kollege. Ich muss den, oder? Okay. Ah! We don't want to be here. Look at this. Look at this. Oh my god. Tombstone Pile Driver durch den Tisch. Das tut gut, hä? Mick Foley oder Mankind. Wir müssen jetzt das Ding hier. Ich will das Ding hier nehmen. Die Stahltreppe. Ah ja, okay. Früher musste man immer den Gegner erstmal dagegen hauen mit einem Irish Rip. So, jetzt müssen wir nur noch, meine Damen und Herren, durch Pinfall gewinnen und dann war es das auch schon. Dann hätten wir das Match schon hinter uns. Ja, wirklich geil, dieser OMG-Moment. Ich glaube, wir müssen die andere Bonus-Mission auch nochmal machen. Da mache ich den Moment da auch nochmal. So, und wieder auf den Arm, würde ich mal sagen. Ja, du Wichser, ey. Oh, da fallen wir hin. Er kratzt sich mal am Bein. Oh. Der Vater legt sich mit Mankind an. Oh. Wow, Kollege. Naja, ich gehe erstmal wieder rein. Ist zwar No Disqualification. Das heißt, wir werden hier draußen nicht ausgezählt. Aber egal. Und jetzt will der Vater hier auf Mankind gehen. Hat ihm aber nicht gerade gelingt. Ah, jetzt machen sie hier wieder ein Battle. Ich mach da mal einen coolen... Ja, hier. Dingens, wie heißt es? Ja, schick den mal wieder rein, genau. Ja, Pin, komm. One. Fuck, Alter. Nach dem OMG-Moment hat das trotzdem noch drauf, hier rauszukommen. Auch Wahnsinn. Na gut, wir haben einfach zu lange gewartet. Die hat ja noch ein bisschen mit unserem Vater gespielt. So, und jetzt schauen wir mal... Gott, was ist das denn für ein behinderter Dingenskirchen? So, erstmal wieder Signature-Move. Was ist das für ein blöder Jubel hier? Ich steh mal wieder auf, Kollege. Ah, nee, scheiße, ja, falsche Taste gedrückt. Na, dann will ich mal sagen, nee, wir sollen ja per Pinfall gewinnen. Na, dann muss ich lassen. Aber ich bereite ihm mal noch ein paar Qualen. Ich lasse ihn mal hier drin. Lass mal möglichst lange hier. Alter, der rastet ja komplett aus. Nee, ich will jetzt nicht per Submission hier gewinnen. Per Tap-Out. Ja, okay. Und der Finisher. Und zack.
Hehe, Kollege. Und dann würde ich sagen, der Pin geht aber bestimmt durch. Jawohl, da ist es. Keine Chance für Mankind. The Big Red Machine, Kane. Ich fand, Kane war früher auch irgendwie mal gefährlicher. Also zumindest hatte er so den Ruf. Hat da 100 Mann aus dem Royal Rumble rausgekickt. Den Undertaker ohne Probleme fertig gemacht. Aber gut, naja. Freigeschaltet haben wir Survivor Series, die 97er Arena. Außerdem die Debütbeleuchtung von Kanes Matchdebüt, die wir auch jetzt gerade hatten. Dieses Rot haben wir hiermit freigeschaltet. Okay, was übrigens übel ist mit den Achievements. Ich habe jetzt gerade mal erst 3 Stück und wir haben ja doch schon einiges gezockt. Zerstöre den Ansager-Tisch mit einem OMG-Moment. Ja, dann noch den Comeback haben wir ausgeführt und ein Komma in der Submission da mit so einem Dings. Das ist extrem, aber irgendwie braucht man hier lange für die Achievements. Naja, mal schauen, wie viele Achievements ich noch so bekommen werde. Das wird ja auch noch lange dauern hier. Gehe ich mal von aus, dieses Let's Play, ich meine, wir gehen mal wieder ins Zeitachsenmenü hier. Wir sind jetzt gerade mal, wie viel haben wir? Insgesamt sind es, oder Moment, ich mal ganz verlassen, ihr müsst ja 8 von 12 haben wir jetzt. Die Bonus-Matches zählen da also auch zu, da wusste ich jetzt nicht genau. Das heißt, wir haben noch ein paar Matches, also noch 4 Stück. Und, naja, dann haben wir erst den ersten von wie viel sind es? Den ersten Attitude Error Modus durch. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind es. Das ist was anderes. Das ist ja was anderes. Naja. Fotogalerie, können wir uns auch mal anschauen. Da ist er, Mick Foley. Ja, da gibt es hier viele Bilder dazu. Weil momentan sind die noch alle, ja, und da weiter kann man nicht mehr freischalten. Und hier ist das Bild vom Tombstone. Kane gegen Mankind. Ah ja. Und da hat Bret Hart Vince McMahon angerotzt. Zu Recht. Gut, meine Damen und Herren. Das war's dann jetzt erstmal wieder mit Let's Play WWE 13. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry, dass es doch kürzer wurde. Hätte gedacht, das Bundesmatch hier dauert ein bisschen länger. Gut, das war's damit mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Wie gesagt, schreibt mir mal, wie ihr Kane so fandet und wie ihr ihn finden werdet, um so ein bisschen hier an Bret Hart anzulehnen. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt, ich weiß. Bis zum nächsten Mal und tschüss.